Eisen hat eine sehr vielfältige Aufgabe im Körper. Es ist praktisch in allen Körperzellen notwendig. Die am besten bekannte Funktion ist im Prinzip, dass das Eisen dafür zuständig ist, dass genügend roter Blutfarbstoff Hämoglobin produziert wird und damit eben auch die Versorgung der Organe mit Sauerstoff sichergestellt werden kann. Ja, man kennt drei Stufen von Eisenmangel. Die erste, einfachste, mildeste Form ist einfach ein leerer Speicher, ein Speicherdefizit. Man merkt eigentlich nichts. In der zweiten Phase ist dann tatsächlich zu wenig Eisen im Umlauf, sodass gewisse Funktionen darunter leiden, mit brüchigen Nägeln, Haarausfall, ein bisschen Müdigkeit, trockene Haut, depressive Verstimmung, so einfache Symptome. Gemerkt habe ich, dass ich Eisenmangel habe, weil ich in der Schule eigentlich fast immer eingeschlafen bin. Also ich bin wirklich, ich konnte 10 Stunden schlafen und bin todmüde am Tag. Und schließlich, wenn dann in der dritten Phase tatsächlich konstant zu wenig Eisen vorhanden ist, dann wird die Blutbildung gebremst und es kommt zu einer Anämie, zu einer Blutarmut. Wir verwenden zur Diagnose des Eisenmangels im Prinzip drei wesentliche Stützpfeiler. Dazu gehört zum einen das Ferritin. Daraus kann man auf den Eisengehalt des Körpers zurückschließen. Dazu muss aber zusätzlich ein Entzündungsparameter bestimmt werden. Wir verwenden dazu das CRP. Wenn es darum geht, eine eisenbedingte Verminderung des roten Blutfarbstoffs, so wie wir es Anämie nennen, zu bestimmen, dann muss eben auch noch diese Hämoglobinkonzentration mitbestimmt werden. Bevor wir jetzt therapieren können, müssen noch weitere Abklärungen gemacht werden. Man möchte wissen, weshalb jemand einen Eisenmangel hat. Häufig ist es ein Ernährungsproblem, wo halt zu wenig Nahrungsmittel mit Eisen eingenommen werden. Oft aber auch können Resorptionsstörungen im Darm vorliegen, also Darmerkrankungen, wo das Eisen nicht richtig aufgenommen wird. Oder aber es kommen Blutungen vor, Verluste vor. Die Therapiechancen kann der Patient erhöhen bei nahrungsmittelgesteuerten Therapien, also wo man die Ernährung wechselt, indem er keine Inhibitoren nimmt gleichzeitig, wie Kaffee, Wein oder Spinat. Zum anderen kann er seine Aufnahme des zugeführten Eisens erhöhen durch gleichzeitige Nahme von Orangensaft oder anderen sauren Getränken. Also hier kann man etwas steuern. Bei den Tabletten geht es darum, halt sich an die Verschreibung, die Verordnung zu halten und das auch tatsächlich einzunehmen. Zudem ist es mit den Tabletten oft eine lange Therapie, das heißt, das sind Wochen, Monate und nicht gleich aufhören. Das sind so die wichtigsten Ratschläge für die Patienten. Unter Bioverfügbarkeit verstehe ich, was von einer totalen Menge an 100% von einem Präparat dann im Körper ankommt. Im Fleisch, dort haben wir eine Bioverfügbarkeit von 25%, das ist sehr hoch. Bei Eisen, das in Gemüse, Nüssen und so weiter drin ist, dort ist es viel tiefer, um die 8%. Bei Medikamenten ist es auch um die 4 bis 8, vielleicht 10, 12 Prozent, wobei dort unterscheiden werden muss, ob das Eisen in einer 3-Plus-Form oder in einer 2-Plus-Form gegeben wird. Das 2-Plus hat die bessere Bioverfügbarkeit als andere Formen. Die müssen zuerst umgewandelt werden durch Säure oder Orangensaft oder was auch immer. Nach der Diagnosestellung habe ich ein Medikament, also eine Kapsel, bekommen, die ich jeden Morgen vor und zum Morgen einnehmen musste. Das heisst, die Patientinnen müssen nicht zum Arzt, in die Praxis, zu einer Eisenspritze. Andererseits ist es so, dass die Nebenwirkungen, insbesondere im Magen-Darm-Trakt, relativ häufig sind. Es kann auch zu Verstopfung kommen, sodass es nicht selten der Fall ist, dass wir Patientinnen begegnen, die aufgrund dieser möglichen Nebenwirkungen eine Eisentherapie mittels Spritze erhalten. Ich habe das über 3 Monate eingenommen und habe eigentlich ziemlich schnell eine Verbesserung gespürt. Ich bin wacher, ich bin fitter, nicht mehr müde, aber auch die Ernährung umgestellt und mehr Fleisch gegessen, was ich vorher nicht gemacht habe. Mit einer guten Diätberatung kann man hier die Tablette vermeiden, allerdings nicht immer.